Eine Sekunde, ich muss noch ein paar. Ich muss mir noch ein paar Dinger hier anzünden. Das ist nur der Tentakel von Sie. Der wird uns jetzt nicht auf einmal fertig machen. Nee. Ich habe beim letzten Mal gar nichts benutzt, als wir den letztens gegen ihn gekämpft haben. Nee. Du hast ja sowieso nicht Schaden an den genommen. Die Analogie, das gefällt, die will ich nicht schon. Ich weiß das noch, als der uns die ganze Zeit gewonshottet hat, also. Ja, dann hast du irgendwann. Diese Diskussion hatten wir auch schon mal. Und irgendwann haben wir ihn nochmal versucht, so. So 10, 20 Level. Ja, wieder. Das erste Mal, dass wir den besiegt hatten, war das erste Mal, dass wir diese komische Essenz da drin haben. Die große Essenz. Ja. Und dann ist sind wir die ganze Zeit auch nur gestorben. Ja, ja, vorher, aber danach hast du gar keinen Schaden mehr genommen von dem aus irgendwo. Ja, danach habe ich ja, aber ich immer noch. Also, wenn ich hier stehen bleibe, guck, das macht was. Aber ja, out, ich bin jedes Mal Hip-Hop. Mir auch weniger Schaden, weil ich hier gerade am Rauchen war. Halt, ne? Aua, aua. Aua, aua. Ja, das ist aber auch ganz schön schwierig mittlerweile. Mittlerweile? Das ist ganz schön chillig mittlerweile. Ja, 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 ich bin noch nicht bereit. War ja auch schon letztes Mal. Du hast überhaupt keinen Schaden gemacht, der hat mich mal geone-shot, dass ich mich angriff. Ja. Und mit einem rübergeschwungen kommt mit seinem Tentakel. Also ich so an dem Eis wie frustriert ist, dass der irgendwie machbar ist. Ich hab gesehen, dass der machbar ist. Ja, ja. Ich hätte, weiß nicht, ich hab irgendwie weniger Probleme damit, wenn der es einfach sofort fertig machen würde. Damit kann ich leben, weil ich nicht leben kann, ist, weiß ich nicht, wenn ich kurz vor dem Sieg mir der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, ey. Wenn der Wind unter den Segeln genommen wird. Ja, ey, wenn der uns total einseitig fertig machen würde, damit kann ich irgendwie... Na, kommen wir ja zu Lilith gehen. Ich mach das gerade sicher. Ja, ich habe nichts bekommen, leider. Den Helm, aber den habe ich schon und meiner ist besser. Nur wieder ein Ei. Ja, die Geheime, aber den habe ich schon. Hey, da ist er. Da ist so ein Eisvieh. Ja. War aber gerade bei mir. Leid. Gut. So, ich mache mich schon mal auf den Weg zum Weltboss. Aber sind noch 7 Minuten, da können wir noch. Hier ist eine Quest, lass mal die annehmen. Mal schon mal. Kommt jetzt in 7 Minuten der Typ. Ist er Weltboss oder ja, ne? Na, kann man ja mal hier die Quest machen oder wie ich schon mal annehmen. So, warte mal, das muss die alle romantisieren, ey, bei Final Fantasy Rebirth. Romantisier die alle. Ja. Sie hat in meinen Thumbnails, ey, du kannst den daten, how to, IGN macht Videos. Ja. How to date this character, how to date this character. Ja, ich glaube, da gibt's auch irgendwann, man kann auch im Original konnte man mit Leuten auf ein Date gehen an einer Szene. Deswegen ist er wahrscheinlich irgendwie daran angespielt, weil ich nehme an, das Spiel geht bis zu dem Punkt. Ja, weil das ein japanisches Spiel ist halt, ne? Ja. Da sind sehr viele Frauen in der Gruppe. Ja. War ja, eigentlich nur 3. Sind noch maximal 3. Sind mehr Frauen als Kerle. Momentan. Und Barrett will, dass er alle sie in einem Arsch lecken. Diese Ritter. Ach, leck mich doch alle ab.
Im Original war das immer viel witziger, weil er immer so zufällige Zeichen immer waren. Beschuldigt, einem Dämon zu dienen. Ach, leck mich doch alle am Fragezeichen. Hashtag Fragezeichen, Ausrufezeichen und Zeichen. Ja, klar, also, innerfreundliches Spiel. Setz dich hin, halt den Mund und trink deinen gottverdammten Tee. Nur noch blutiger Matsch. Ja, du bist der Satz irgendwann mal kommt, ey. Lasst sie büßen. Okay. Ja, 5 Minuten schaffen wir die Quest. Ja, dann ist die Charaktere, die haben ja so typische Anime-Vibes, für die Gruppe da, nicht als Garrett da, Barrett gesagt hat, weiß ich nicht. Hast du die Quest angenommen, ja? Ja, ja, hab ich. Ja, als er was gesagt hat. Weiß ich nicht, ich will nicht mehr rumalbern. Die Aris hat gesagt, die war Date. Ja, er sagt, er soll nicht mehr rumalbern. Und dann sagt er klar und dann alle Nucken so. Alle waren irgendwie zurück, geschockt, als er gesagt hat, ist das klar? Ja. Und dann nickt er. Also weiß ich nicht, das war irgendwie, weiß ich nicht. So reagiert einfach kein Mensch. Also nicht. Ja. Das war so ein typisches Anime-Motion. Erst voll geschockt, weil er gesagt hat, ist das klar? Und dann. Red 13, der einzige erwachsene, halbwegs normale Charakter. Ich schon, ja. War der mal ein Mensch oder so? Nee. Okay, wenn also ich entsprechend ist hier alles klar. Aber da wird man höchstwahrscheinlich noch rausfinden im Spiel. Ich nehme an, bis zu dem Punkt spielt man auch noch. Der war irgendein Experiment von Schindler oder so. Naja, von dem einen Wissenschaftler halt. Ja, der war schon immer so ein Hund, Katzen, was auch immer er sein soll. So. Genau, im Englischen war die eine Szene auch anders hier, als Red 13 das Bett von Barrett da geklaut hat. Im Deutschen hat der irgendwie nur gesagt, im Englischen hat er gesagt, hey Red, das ist mein Bett. Aber wir haben die Quest schon erledigt, sehe ich gerade. Da haben wir so orange Dinge rein. Ich weiß nicht, abwesend, ich habe gar nicht gewusst, was wir hier machen. Ah, guck mal, gleich hopp. Obwohl, 3 Minuten, komm. Schaffen wir. Dann gehen wir direkt nach dem Boss, der ist ja nur hier. Ja, der ist nur da oben. Was? Aus dem Weg! Jetzt kommt er ja und fängt so ein 20-minütiges Gespräch mit uns an. Ist er hier? Da. Ich habe es verbracht. Diese Ritter sind tot. Sie sind zurück in die Hölle. In besseren Zeiten hätte ich euch in mein Heim eingeladen und euch Ehre erwiesen. Aber das sind dunkle Tage. Mehr als diese Münzen kann ich euch nicht anbieten. Oral verkehren? Was? Ihr wollt uns Ärger erweisen. Ist das eine Umschreibung für irgendwas? Lasst mich euch meine Dienste anbieten. Ja, alles klar. Ja, der eine sieht aus wie über Lego, der sieht. Wer? Weiß nicht, du hast gesagt, der eine Charakter sieht aus wie Saul Guerrero. Und ich habe geschrieben, das sagst du doch nur, weil der. Das sah so aus, oder? Weiß nicht, ich glaube, das denkst du nur dann, weil der dich selber ausfahrt, aber. Ja, folge diesem Typen da. Los geht's. Ja. Ausgetrocknetes Becken. Na, hat er der Gottverdammte. Sind die alleine oder sind der? Nein, da sind sie. Was für Level sind die alle? Oh, schmutzige Gnade. Level 90er, was für ein Noob. Also, der ist eben über uns, oder? Grüße.
Schaut euch mein Schwert an, ist das nicht cool? Magischer Wahnsinniger. Schmutzige Gnade. Ich will irgendwie gar nicht meinen Titel ja ändern, ne? Immer noch der närrische Narr. Na, guck mal, was wir da zur Auswahl haben. Schon lange nicht mehr. Ich mal gucken, wie machen wir das nochmal? Hier, ne? Bearbeiten. Titel da. Ah, jetzt kann man wieder nachgucken. Jetzt kannst du nach. Ja, okay. Jetzt nochmal wieder die Titel, ja. Ah, war ja heute ein Update. Also ich hatte da ein Update. Ja, okay. Also vielleicht nicht. Was für ein Narr will ich denn sein? Furchterregender Narr? Ein duftender Narr? Destillierter? Ist er nicht grüner irgendwo? Was willst du? Grün. Ja, okay, gibt's nicht, ne? Grün. Na, ja. Gibt nur blauer, ey. Ja. Na. Wenn ich jetzt noch blauer Buster. Mach den fertig. Oh, der laut. Normalerweise mal lange. Ich glaube, dieser eine Drache hier, der ist immer der Schwächste irgendwie, ne? Den kriegen wir mal voll schnell auf, ne? Ja, das sind genau wir. Hm? Ich bin noch nicht bereit. Ich geh auch da rein. Aber das ist dasselbe Level wie wir, ey. Ja. Geh mal weg, Leute, wir soloen den. Da, er hat mich angekotzt. Hoffen Sie, dein Fleisch schmelzendes Schleimgewehr. Schleimgewehr? Schleimgewehr. Oh. Er hat schon wieder auf mich drauf gekotzt. Ich stehe nicht auf sowas, das ist überhaupt nicht mein Fetisch. Ich stehe auf anderes. Nein, da ist einer gestorben. Wo ist denn der gestorben? Ist da. Da war ja der auf Level 100, wie ist denn der gestorben? Ich hab eh noch nicht noch mehr damit. Oh, mich hat er nicht. Oh nein. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich habe jetzt nur die Explosion da. Explosion! Aua! Von einer Explosion in die andere reingefallen. Einer hat schon überlebt. Dann bin ich in die andere reingefallen. Ich bin noch nicht bereit. Der ist aber nicht Knorke. Also überhaupt nicht Knorke von hier. Knorke! Knorke! Ich glaube, ich eigentlich was der da im Original in Englisch sagte. War ja nicht, war ja nicht. Oopsie Daisy! Ja. Ja, ich meine, wenn der Knorke sagt. Jeez Louise. Also Knorke, keine Ahnung. Gib den hart, gib den. Das ist ein Goblin. Was? Ja, der wird hier.
Alter, dann kann man den nicht verfolgen, was? Ich hab ihn gleich. Hab ihn. Oh, okay, sehr gut. Ich bin noch nicht bereit. War der in sein Haus hier? Ich konnte den betäuben mit dem Angriff von meinem Golem, ey. Oh, ich habe geschwärzter Femur bekommen. Ah, nee, das ist gar nicht das, aber auch ein lebender Stahl brauchen wir, ne? Ja, die kriegen wir immer da, ne? Das weiß ich zu schätzen. Wir wollen ja diesen lebenden Stahl hier. Für den. Also, ja, ich habe eine Kiste. Für diesen anderen Zuckertypen hier. Ja, ein bisschen auf der Werkzeit. Schrott. Schrott. Was hat hier? Schrott. Na, leider nichts bekommen. Schade. Hey, mal langsam die Kamera dann wieder zurück, normal fertig. Ja, ja. Na gut, dann können wir ja weiter mit Albtraum Dungeons machen, ne? Verkaufswert 150.000 für so ein schleimglitschiges Ei. Das brauchst du ja für Duriel, ne? Hm, weiß ich nicht. Ja, kann sein. Ja. Wo gehen wir denn so lebendes Stahl her? In Höllenfluten, in gequälten Geschenk. Ach so, Höllenfluten ist da gerade am Laufen, ja. Ach, diesen, ach, in dieser Schatztruhe oder was, nehme ich an. Ja, genau, das. Ja, kann man ja auch mal gucken. Können wir auch mal machen. Immer den Typen noch mal bekämpfen. Beziehungsweise zweimal, weil wir kriegen ja beide so ein Teil. Dann gehe ich mal hier hin zur. Oh, ist auch nur 20 Minuten. Hier ist noch eine Quest. Wer benötigt unsere. Hier sind zwei Quests. Wer benötigt unsere Hilfe? Der Daniel befindet sich in der Arena von Rocco. So, was? Da steht der Onyx-Turm. Na, ah, hier, red mit Chubby. Bist du da, ja, ich war doch direkt hier. Ich stand da direkt hier. Bei dem Chubby. Ich bete für das ist aber eine Frau. Ja. Die sieht aber nicht so dick aus. Dafür hat die Chubby ja, heißt. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, Chubby, ne. Das schreibt man zwar ein bisschen anders, aber ja. Bist du fett? Was, die wiegen die Leute? Hat die gesagt, die wiegen. Ich weiß, das ist ein anderes Wiegen, nicht das Wiegen, aber. Oh nein! Fleischlos und verflucht. Wenn ihr diese. Werdet ihr auch fleischlos und verflucht. Leute, das Wasser ist gerade wieder normal geworden bei mir. Ja, ich sag wieder rot. Warte. Was ist mit dem Wasser hier los? Da war gerade rot und dann war es wieder normal, jetzt ist er wieder rot. Ja, Daniel, dass alle Leute sehen hier, was die alles hier in dem Spiel hier so sehen, Daniel, das kommt vom Wasser, ne? Ja. So, nehmen wir die Quest auch. Wir müssen sowieso hier in der Gegend randalieren. So. komm und red mit mir, mit diesen Typen in dem Gefängnis. Was können wir für dich tun, guter Mann? Und Fleisch. Die meisten Leute machen sich nicht die Mühe, nach oben zu blicken. Ja, warum auch? Der Himmel sieht scheiße. Wusste mich nicht an, Mann. Denkt ihr, könntet mir herabhelfen? Ich will hier oben nicht sterben. Ich glaube, da machen wir uns aber irgendwie gesetzwidrig. Sind geflohen, als ihr Esmond getötet habt. Leider samt Schlüssel. Wahrscheinlich rasten sie in der Nähe. Okay. Helfen wir diesen unschuldigen Mann. So. Was machen wir denn? Ein Fund für Fleisch. Findet das verwahrloste Lager. Warum kann ich. Okay. Bin ich da fester. Ich glaube, wir müssen den füttern, ey. Ja. So. Ja, mit zwei blaue Kreise gehen wir zu den unten erstmal. Bastard, pass. Ja.
Wir sind wieder zu Hause. Ah, ja. Gibt es eigentlich einen Titel, Bastard? Ne, da habe ich ja vorhin gesagt, ich habe ja nicht. Ne? Oh. Komm mal her, Leute. Bonk. 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 Ausgezeichnet. Sehr gut. Sehr gut. So muss das laufen. So muss das Spiel in Wirklichkeit laufen. Geh einfach nur hin und alles kaputt. Mal ein paar von diesen Truhen. Ist ja schon auch irgendwie speziell, so ob man nur davon kriegt. Okay, Halo-Show, die richtig schlecht. Ja. Ich dachte, das ist eigentlich fast ganz schön als die erste. Aber ich habe einen Käfigschlüssel gefunden. Ja. Oh. Ich dachte, wir sollen ein Lager von denen suchen. Wieso? Warum ist die schlecht? Oh, weiß ich nicht. Nachdem die erste Staffel nicht so gut angekommen war, haben sie gesagt, die machen einen kleinen Shock-Reboot und werden dafür sorgen, dass die zweite Staffel besser ist, aber irgendwie ist die fast genauso schlimm wie die erste. Ich weiß nicht, wie das, was so typisch ist im Moment halt, wenn du eine Show über ein Videospiel machst oder über irgendeine andere Geschichte nennen. Also, die fokussieren sich völlig auf die falschen Sachen. Ja, gibt es ja viele von in letzter Zeit irgendwie, habe ich so ein Gefühl. War das in letzter Zeit? Von so Videospieladaptionen gibt es irgendwie voll viele. Ja, die sind im Moment, in letzter Zeit werden die immer besser, aber Halo gehört leider. Viele stört hat, dass der ständig halt sein Gesicht zeigt, dass der sein Handy die letzte Zeit ab hat. Das ist aber nicht das größte Problem. Irgendwie hat der viel zu viele Emotionen. Die konzentrieren sich in der Show irgendwie mehr statt. Schon wieder das Ding. Darauf konzentrieren, dass die Menschheit kurz vor dem Ende steht, geht es mehr um irgendwelche zwischenmenschlichen Konflikte. Der kann den nicht halt lassen. Der hat Sex mit dem. Ich merke gerade, ich weiß überhaupt gar nicht, was der Plot so von Halo ist. Ich weiß nur, es gibt diesen riesigen Ring um diesen einen Planeten. Die Menschheit versucht, darum geht es in den meisten Teilen, nicht in jedem Teil, aber geht es in den meisten Teilen halt zu überleben, weil da ist eine riesige, die nennen sich die Allianz, der Covenant. Eine Zusammenführung aus verschiedenen Alien-Rassen, die versuchen die Menschheit zu löschen, weil das ihre Religion so sagt. Und was sind diese Spinner? Und was sind Spartans? Das ist die Rasse von Spartans. Das sind die ultimativen Supersoldaten praktisch, die auf sehr illegale Art und Weise gemacht wurden. Also. Naja, die Wissenschaftlerin, die gemacht hat, die hat Kinder heimlich entführt, weil an Kindern kann man am besten herumdoktern, weil die am beeinflussbarsten sind. Da ist der Körper noch jung und flexibel, der kann sich besser anpassen. Hm. Aber natürlich würde keiner dazu ja sagen. Also hat Kinder. Damit hat keiner merkt, dass die Kinder verschwinden, hat sie die durch Klone ersetzt, die nach nicht so langer Zeit den Geist halt aufgeben. Die hätte eigentlich dafür bestraft werden müssen, aber in dem Moment halt zufälligerweise hat die Allianz angegriffen. Die Spartans haben dafür gesorgt, dass die Menschheit untergeht, weil die ziemlich stark sind, die Spartans. Hm. Deshalb wurde die nicht bestraft. Weil ohne die Spartans wäre die Menschheit wahrscheinlich schon. Die Allianz, das sind verschiedene Alien-Rassen, das sind religiöse Spinner, ehrlich gesagt, ganz ehrlich. Und die werden, die folgen der Religion und die glauben, dass die Menschheit ein Ort ihrer Religion ist, also zu löschen. Inzwischen durchtauchen noch andere Fraktionen auf, die auch noch mitmischen müssen. Es geht halt darum, dass die Menschheit ziemlich am Abgrund steht, ehrlich gesagt, weil die Allianz viel größer ist und technologisch wie immer weit überlegen ist. Aber die Halo Show halt, die konzentriert sich darum halt, ich weiß nicht, um die zwischenmenschlichen Konflikte. Der kann den nicht leiden, der hat den Plot, wie der da am Plan ist. Was sind die Gegner hier? Sind das hier diese. Ich kenne die ja nur hier von Red vs. Blue, hier diese. Dieser eine Typ, der immer Honk sagt, hier. Diese Aliens die oder so, ne? Ja, die gehören zur Allianz, ja. Es sind verschiedene Alien-Rassen, die zur Allianz gehören.
Und in den anderen Halo-Teilen geht der Plot dann halt noch ein bisschen. Was würdest du sagen, ist so bei Halo so der Reiz? Ja, die Story oder mehr so hat Gameplay? Story, ehrlich gesagt. Das ist ziemlich. Es gibt ja sogar Bücher von. Hier. Oh. Das ist sehr lore-intensiv, ganz ehrlich. Ich muss warten. Weil ich hatte irgendwie. Gameplay macht eigentlich auch Spaß. Ja, ich kann eigentlich immer nur so. Das ist wirklich innovativ oder so. Das ist einfach nur ein Shooter, ne? Lass dich von Gegnern. Weil ich hatte nur einen Kollegen irgendwie, der so richtiger Hardcore Halo wollte. Persönlicher habe. Ja, wir müssen nur Gegenstände einsammeln, glaube ich. Ja. So, oh, da ist ein Boss irgendwo. So. Es ist halt nur wie, ich weiß nicht, die Spiele, die haben auch die Organisation hinter sich. Ja, ja. Halo 4 und Halo 5, das hier sind die schlechtesten überhaupt, ey. Und das neueste ist Halo Infinity, das ist... Halo 3 passabel. Ist richtig gut, ne? Das ist passabel. Halo 3 ist so irgendwie der Höhepunkt, oder? Ja, ja, das ist so der Höhepunkt. Halo Reach fand ich persönlich auch noch gut. Aber das hat... Das steht irgendwie nicht mehr alleine da. Oh. Da gab es auch irgendwie so ein Tactics-Spiel, ne? Ist das nicht Halo Reach? Oder war also die Fortsetzung? Meinst du Strategiespiel oder das Halo Wars, glaube ich? Ja, Strategiespiel. Ja. Genau, da gibt Halo 1 und Halo Wars 1 und 2 gibt es. Boah, ich weiß nicht, wie ich die PC-Version damals von Halo 1 gespielt habe. Ja, ja. Ja. Ich bin aber nicht weit gekommen, ich habe irgendwie nicht weit gespielt. Weil nicht die Show, die kriegt da irgendwie aus irgendeinem unerfindlichen Grund gibt es auf der Seite der Allianz in der Show Menschen. Und ja, was gar keinen Sinn macht, weil die halt schwer Anti-Mensch halt sind. Aber das ist halt ein Mensch, der wurde von der Allianz gefunden und gezogen aus irgendeinem Grund. Ja, da müssen die halt Kostüme und Make-up und so alles machen, nehme ich an, ne? Und das kostet ja, Geld. Und, Master Chief hat in der ersten Staffel hat er natürlich Sex mit der aus irgendeinem Grund. Ja. Obwohl die verfeindet sind, das ist alles so komisch, ey. Das hat alles gar nicht wirklich was mit Halo zu tun. So typisch, ey, die versuchen irgendwie Halo... Versuchen, den menschlicher zu machen. Ja, es geht um den Konflikt, aber die konzentrieren sich auf irgendeinen anderen Scheiß. Ich weiß nicht, ey. Um Emotionen und Gefühle. Ja. Der Master Chief ist mehr als nur voll der Supersoldat. Auch gestört, der eine Charakter, der... Eigentlich weiß ich, der in der Show ist der schwarz. Ja, das ist ja normal mittlerweile. Ja, das ist wieder so ein typischer Bullshit, ey. Nur wenige Shows schaffen das, dem zu entgehen, ganz ehrlich, ey. Das weiß ich nicht. Sehen die, das wird mit der Fallout-Show, ne? Ja. Ja, ist ja immer von was jeder immer Angst hat. Jeder, der Trailer kann so gut sein wie möglich, aber dann kommt die Show irgendwann raus und jeder betet irgendwie so, oh, bitte sei nicht woke. Ja, ich meine, der Hauptcharakter ist eine Frau, ne? Ja. Fallout, also, ja. Viele fanden den einen Satz, den der eine, der schwarze Charakter gesagt hat, jetzt fasst ziemlich so den Spirit von Fallout zusammen hier. Ja, der sagt am Ende des Trailers, alle versuchen sie, die Welt zu retten. Und jeder hat seine eigene Methode, die Welt zu retten. Ja. Die tun sich alle widersprechen, wie die Welt gerettet werden soll. Tut irgendwie den Spirit von Fallout zusammenfassen mit den ganzen Situationen, ey. So, ich will diese orange Truhe öffnen, die hat irgendwie Geschenk der Geheimnisse. Es geht jedenfalls gut aus, ehrlich gesagt. Ja, gut aussehen, ja. Ja, mir kann das nur leider nicht gucken. Ich bin noch. Nö. Aber ich könnte dir da bestimmt eine Seite finden, wo man das gucken kann. Muss nicht unbedingt. Ich lebe dann wahrscheinlich wieder von so Clips auf YouTube oder so, wie bei jeder anderen Serie. Das sowieso. Ich tue immer nur die Überreste von allen Serien irgendwie konsumieren. Da waren jede Menge Easter Eggs in dem Trailer, ich weiß nicht. Es sieht auf jeden Fall gut gemacht aus. Dabei soll halt gar nicht so ein riesiges Budget gehabt haben. Jedenfalls bestimmt nicht mehr, bestimmt unter 100 Millionen, ey. Das ist wieder so ein Mittelfinger zu Disney, ey. Die können eine riesen Mengen Filme reinstecken, die dann am Ende scheiße sind.
Habe ich ja, boah, welcher Film war das jetzt nochmal, der jetzt irgendwie rauskommt? Die haben, Rap? Oder, Nee, der kommt noch raus, aber da war irgendwie Film, irgendein Film, da haben sie, ich glaube, irgendwie ein Superman-Film oder so, oder keine Ahnung. Aber jedenfalls haben die da einen riesen Batzen an Geld, haben die ja schon reingepackt, irgendwie das Budget ja, von dem Film. Ja, das kann gut sein. Und da haben sich auch einige Leute schon gedacht, so, oh Gott. Ja, der tut sich damit selber praktisch, weiß ich, für einen großen Fail vorbereiten, weil der Film, der muss dann ziemlich gut sein, damit das Geld wieder reinkommt, was der da. Das ist es, ja. Das Problem ist ja meistens nicht immer die Special Effects oder irgendwie sowas. Das ist ja, irgendwie das ist okay, scheiße, ist ja, Entweder die Leute oder die Charaktere, die damit ja, arbeiten. Madame Web, das ist schon witzig, selbst die Schauspieler, die da teilgenommen haben, wissen, dass das schon nicht gut ist. Ja, ja, das war schon bevor der Film rausgekommen ist, hat die Frau, die den Hauptcharakter spielt, gesagt, die hat keine Ahnung, ob der Film gut wird. Ja. Oh. Ich meine, die Hauptcharakterin des Films, das ist die Hauptcharakterin aus 50 Shades of Grey. Boah. Geil. Ja, also, ja. Das ist ein Desaster gewesen, der Film. Ich finde immer interessant, ey, alle sagen immer, boah, der schlechte Film überhaupt. Und dann kommt noch ein Film, der noch schlechter ist. Es gibt so viele Filme, die inzwischen den Titel haben, schlechtester Film überhaupt. Ey. Ich weiß nicht, welche. Halt mein Bier. Ja, schon. Ja, ich glaube, wir sollten mal eine von diesen Dingern öffnen, weil es ist noch irgendwie nur noch 4 Minuten, ja, das Ding hier. Ich habe noch nicht genug, leider, ey. Ja. Ich habe 222. Ja, ich habe einmal lebender Stahl bekommen und ein paar Sachen hier. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, ich habe keine. Boah, ich habe schon wieder Elixier zu voll. Ich habe Elixiere gegeben, die Stücke. Ja, ich habe aber nichts hier bekommen. Nee, nee. Ich muss mehr die Flut, die läuft nämlich gleich ab. Ja. Dann such dir mal ein paar Truhen, die du öffnen kannst, nehme ich an. Da sind auch welche, die kosten irgendwie nur so, weil nicht so 40 oder 70 oder irgendwie so. Ich weiß nicht, wie viele Punkte du hast. 227. Hm. Was sind jetzt hier Gegner? Hier sind jetzt überall Gegner. Hier. Ja. Ja, oder? Da links ist noch so eine orange Truhe. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich nehme an, in den Orangen ist irgendwie was Wichtigeres oder Besseres drin, ne? Ja, ja, klar. Die aber ich hab teurer. Na, da unten links ist irgendwo noch eine. Ich mache erstmal die hier auf. Nein, kann ich nicht. Ich habe 50 noch. Wo sind die mal ein paar Horden von Gegnern? Ich will nicht hier so eins vereinzelte kleine Pisser. Der bringt mir das. Wir haben schon ein paar Gegner. Guck mal, wie viel die andere Orange kostet. Ja, persönlich habe, wie viel liegen hier noch rum? So. Diese hier unten kostet. Also die ist bei mir jedenfalls orange. 275. Ich weiß nicht, ob die Ton noch hier bleiben, wenn das hier weg ist. Ein paar Gegner hier platt, als hier vorbei läuft. Ich muss warten. So, ich mache die eine noch auf. Ich habe 75. Mehr kriege ich nicht mehr. Ah, ich verlasse. 241. Ja, komm schon. So. Also ich habe schon mal 5 lebende Stahl, also können wir den einen Typen gleich mal kaputt hauen. Oh Gott, nur noch ein. Oh, Herausforderung, gefallen, Massaker, beinahe erledigt. Ah, das ist 275, leck mich. Ja. Oh, wo war denn das jetzt? Fuck. Nein, du hast noch eine Minute. Ich muss warten.
Dann läuft einfach alles, was du finden kannst. Ja, ich suche ja gerade. Ja, ich suche auch für dich. Aber was im Weg? Ich hab schon. Ich glaube, da ist jedenfalls immer einmal lebender Stahl drin, ne? Da hast du ja die ich gerade geöffnet hat gemacht. Ich habe die jetzt geöffnet, ja. Ah, okay. Ja, war ja auch so 200 irgendwas, ne? Nein, ist hier noch. Ach so. Oh, da war sogar was Einzigartiges drin. What? Ja, aber die Rüstung habe ich schon. Das ist wieder die, die der Dorn gibt, die von der Brustpanzer. Und der ist nur heilig. Wie viel kostet das hier? Mitte sagt 40. 125, da kann ich mir nie im Leben leisten. Ja, gut, aber ich habe 5 Dinger, dann können wir einmal den Typen platt hauen. 2, 1. Oh. Da sind sie alle verschwunden. Unsere Punkte auch. Bleh. Na gut. Boah, ich habe keinen Platz in meinem Getränke-Inventar. Nur so viele Siegel, ja. So. Trockenstäbe war das. Ja, dann gehe ich mal dahin. Trockenstäbe. Ja, gut, Frage, ne? Daniel, du sagst Stäbe. Ne? Weil nicht, dann nennt man Steppe und nicht Stäbe, aber. Habe ich nicht Steppe gesagt? Nein, du hast Stäbe gesagt. Ah. So wie ich das verstanden habe. Vielleicht habe ich mich auch noch. Ah, wo ist denn das? Gehen wir mal zur Trockenstiepe. Alles klar. Aber wo ist denn der Typ nochmal? Weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie der Dungeon da ist. Hier, hier. Halle der Sühne. Oder ist er auch nicht so weit? Na gut. Irgendwie ist ein Punkt noch neben mir. Na gut. Haben wir den einmal platt. So, Schatzgoblin. Kein Problem. Na, nur heiliges Ohr. Nö, ich habe den ja getötet. Ist ja kein Drop. Ja, toll, der hat nur ein Kriegsschwert, ein gelbes fallen gelassen. Wir sind hier schon wieder Glut, was? Ich dachte, die Höllenflut ist vorbei. Die Höllenflut ist niemals vorbei. Das befürchte ich auch, ey. Was? Versiegelte Truhe des Ochsenstamms liegt bei mir. Bei dir auch? Wo? Hier. Was? Da oben? Oder was? Ne, hier lag ein Quest-Item. Ja, bei mir liegt nichts. What? Ich gehe hier eigentlich vom Ochsenstamm. What's up? Das ist wahrscheinlich eine, weiß ich nicht, Barbaren. Ach, what? Kann da jemand mal droppen? Jemand, ja, ich da doch schon, also, ne? Also das, ne? Oh, ich habe hier keine Quest. Boah, ja, natürlich immer. Ja, ich sehe Quest, warte. Mein Gott, versiegelte Truhe des Ochsenstamms. Ja, die habe ich nicht. Na, dann brauche ich die mal ab. Zwei beide. Ja, die ist wichtig, das ist eine Barbarenquest. Ach was. Ich öffne die Truhe hier. Still Truhe, Ring, Vermachter. Muss ich eigentlich gar nicht drauf gucken. Ich habe zwei einzigartige Ringe. Aber ich will es haben.
wirklich. Ich will ihn ganz unbedingt haben. Ich will ihn ganz unbedingt haben. Okay. Der Typ, der war ja auch nicht schwer, ne? Der andere hier. Nee, nicht wirklich. Ja. Guck, was der noch so droppt. Der Eisfuzzi, der scheint irgendwie neu zu sein, so wie ich das verstanden habe. Also nicht. Halle der Sühne. Was ist denn los, Level 100er? Hast du Probleme da? Sollen wir dir helfen? Ich glaube, der ist schon fertig. Ich frag mich echt, wie die Albtraum Dungeons auf Stufe 100 sind, ey. Ja. Dann sind die Gegner dann Level 200, oder? Wir sind erstmal auf Level 50. Ja, ja, ich weiß. Die Gegner sind jetzt schon überall Level 100. Weiß ich nicht. Ja, nicht. Mit einer vollen Truppe reingehen. Will aber nicht sein, ich mag andere Leute nicht. So, ich baue noch kurz einen Trank für Erfahrungsmut und so. Genug, ey. Ja, ich habe. Ich habe nur 4 von 5 lebender Stahl, ey. So, ich soll jetzt mal kein Raucherding, ja, Räucherding machen. Ne? Mache ich auch nicht. So, lebender Stahl bereit. Dann geht's los. Ja. Boom. Na warte, da kommt da runtergesprungen. Ne? Ah ja, ganz vergessen. Boah. Ah, der Daniel hat ein Schild. Hat er ja. Schon mal so weit irgendwie, dass die zählen auch als gegen Bosse. Ja, anscheinend schon. Also sind Bosse auch Elite-Gegner. Aber es gibt ja so viele Sachen irgendwie, so mehr Schaden gegen Elite-Gegner und all sowas, ne? Komm her, Sauron. Ah, der ist der. Vorhin stand da irgendwas auch im Chat, der Grigore. Ah, okay. Aua. Weiß der Typ hier anscheinend. Ja. Na, komm her. Haha. Aua. So, wow, Es wäre ja notwendig, dass so ein dicker Typ mit der Rüstung sich teleportieren kann. Das ist ein bisschen unrealistisch. Findest du jetzt? Findest du nicht? Ja. Das ist ein Mech. Vielleicht, dass du dich dahin teleportierst, da haben vielleicht nicht explodieren lassen kann. Hat alle seine Leute beschworen. Also, diesmal nichts Einzigartiges fallen gelassen. Was ist das hier? Scherbe der Qual, was war das denn nochmal? Ach so, das ist hier so ein Ei wieder. Erfordert 2, eine Halle der Sühne. Das ist für Doriel, ne? Ja, ja. Oh. So, ich habe nichts bekommen. Boah. Gar nichts? Nö. Nichts Einzigartiges. Achso, nicht einzigartig, ich wollte schon sagen, wie du hast gar nichts bekommen. Der war leer, ne? So. Na gut. Ja, müssen wir Höhlenfluten machen, um für den irgendwie die Dinger zu holen. Okay. Ja, hier schon wieder eine Höhlenflut. Warum? Ja, war doch gerade eine, ey. Ich hab keine Ahnung. Boah. So, ich muss meinen. Ich muss ein paar Dinger hier loswerden. Ich habe keinen Platz mehr in meinem Inventar. Tränke und so. So. Vertraut auf die Händler und ihre tapferen Kämpfer. So, boah, das Schwert hat aber voll gute Werte.
alle Werte plus 52 plus 82 Stärke. Aber das ist 335 Punkte schwächer als weil ich jetzt habe. Das war ein einzigartiges Schwert. Das hat das meiste erwischt. Ja, Kämpfe gehen. Gute Ausbeute. Gott, wie viel Zeugs habe ich denn hier? So, und dann weg mit einigen Albtraumsieger. So viel Level 50er. Sind wir bereit für Level 51? Ja, ne? Ja, müssen wir eigentlich. Pack ich mal Level 50er weg. Bei Platz, Mann. So, ja, das jetzt mal die Quests hier abgeben. Die sind beide hier. Nicht solange ich in der Stadt. Heilung. Da willst du ja nur so Helmfluten sammeln für den, damit du so ein Ding kriegst für den Typen, für den Zuckertypen. Meinst du den mit dem Blitzen gerade? Ja. Ne, das ist nicht unbedingt nötig. Na gut. Ich mache hier gerade mit den Affixen hier gerade mal was. Okay. Ja, das ist ein neu rollen. Ja, warum nicht, ne? Ja. Ich warte einfach, bis ich was Einzigartiges bekomme. Ja, einzigartige Sachen kannst du nicht erfixen. Ich muss warten. Ja, ja, ich weiß. Aber ich warte allgemein, bis ich was Einzigartiges bekomme. Jetzt trage ich nur einzigartige Sachen. Da gibt es bestimmt eine Trophäe für. Nicht wirklich. Dann. Nein. Soll ich mal eine andere Ultimate benutzen? Ich mag eigentlich meinen Berserker-Modus Ultimate. Also warte mal, warte mal. Boom, boom, boom. Ich hole mal eine andere Ultimate. Jetzt habe ich die Ketten wieder. Kann vielleicht nicht schaden, so eine Massenangriff hier. Oder mit meinem direkt Schaden, sondern dafür hat der locker mehr Schaden. Also war mal, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ich muss warten. Aber wenn du fertig bist, dann kommen wir hier hin, damit wir die Quests abgeben können. Ah. Ich muss warten. Nee, 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 ich bin noch nicht bereit. Mein Hirn also gar nichts. Nur weil. Da ist der. Ja, lass mal mit der Chubby hier reden. Also sei es, was ich finden konnte. Talisman gehörte Kukachin. Und ich kenne diese Handschrift. Vielleicht gehört sie zum alten Schriftgelehrten Orus. Es wird einige Zeit brauchen, aber ich sorge dafür, dass jedes Objekt korrekt identifiziert wird. Danke. Yay, Kind und Kegel. Kinderkegel. Ich muss warten. Wir sind noch da? Ja, ich bin da. Okay, schon lange nicht mehr gehört. Okay. So, jetzt befreien wir noch den Kriminellen hier aus dem Gefängnis. Aua.
Hallo. Wie fühlt sich die Freiheit an? Willkommen, wir haben dich aus dem sicheren Käfig freigelassen, damit du da draußen in diese dämonenverseuchte Welt rumlaufen kannst. Nehm diesen Heiltrank. Danke. Das ist sehr freundlich. Dieser Bastard Borsa, der mich in den Käfig gesperrt hat. Bastard Borsa. In die Höhlen geflohen. Wenn wir ihm jetzt nicht das Handwerk legen, sperrt er einfach jemand anderen in den Käfig. Ich brauche eure Hilfe, um eine Waffe zu finden. Okay, der hat eine neue Quest für uns, glaube ich. Oder er ist noch gar nicht vorbei. Okay, wir sind sowieso bei 50 Minuten im Part, also lass uns mal hier fertig machen. Schwertständer. Schlüpfe ich diesmal in die Rolle des Jungen. Er versteckt sich in den Tunneln. Da konnten wir das eine Waffe für ihn aussuchen, oder? Da, dem Schwert. Funktioniert. Wieso? Du kannst einen auswählen, dann der wird dann reroll, ne? Nehme ich an. Ja, es sind aber zwei irgendwie Sachen, die ich auswählen konnte. Irgendwie war er nicht. Dann kannst du bis zu zwei Sachen wählen, die gerewollt werden. Ne? Nur halt zufällig, ne? Ach man, regt euch ab. Ein windiger Schlitzer. Aua. Ist das ja eine ganze Dungeon? Nee, ne? Wohin hat er uns hier eingeschleppt? Ja, aus der ist böse, den Typen, den wir befreit haben. Ja. War der Typ, der eingesperrt wurde? Niemals. Ja, ja. Oh, da habe ich mal länger näher gehört. Oh. Nein, Ringe habe ich schon. Eine Maus erledigt mit meinem Feuer. Ich bin einfach nur an die vorbeigelaufen. Ich weiß, dass ihr hier seid, Bastard. Zeigt euch. Ja, ich bin hier. Du bist doch da hinten. Ich habe was Legendäres übersehen. Der hat ja schon den Bastard gefunden. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe, aber ich habe euch den Störenfried gebracht, der unser Lager verwüstet hat. Ein hübsch verpacktes Geschenk. Ah, der verrät uns. Ja, sag. Ja, uns verraten, der Typ. Gebieter der Steppe. Schließt diese Quest in Trockenschliff ab. Okay. So, also, ja, war ich ja, oder war ich da wieder nur? Habe ich. Okay. Ja, ist voll verraten. So, oh, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Mein Charakter dann nur so, was? Überraschtes Pikachu-Face. Okay. Ich bin noch nicht. Ja, dann können wir ja wieder. Uns gar nicht, warum wir überhaupt hier rausgehen. Und einfach links aktivieren, ne?